Es gibt wirklich sehr, sehr viele gute Black-Metal-Bands und diese Band gehört auch dazu. Und zwar geht es um die Portugiesen Guerrera. Die Band hat jetzt eine neue Single veröffentlicht und was ich davon halte, seht ihr jetzt im Video und damit ganz, ganz viel Spaß und bis dann. World Ablaze von Guerrera. Ich weiß es immer noch leider nicht, wie man es perfekt ausspricht. Aber ich meine, Guerrera wäre richtig vor 2 Tagen die Single rausgehauen. Ich freue mich. Wie Bolle. Also einfach richtig schön. Ich finde so, es klingt so komisch, aber ich finde irgendwie so, dieses Riff hatte so einen etwas positiven Vibe irgendwie, so einen sehr fröhlichen, aber trotzdem irgendwie so sehr recht, ja, düster. Also irgendwie so ein Mischmasch aus beidem. Und das finde ich halt von Anfang an direkt mega geil. Ich muss sowieso sagen, also Guerrera ist für mich, ich würde mal behaupten, wirklich meine Lieblingsband aus Portugal. Ja, würde ich schon sagen, weil ich finde sie super. Also, die haben so gute Alben und ich finde den Start auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Ich muss sagen, es ist so ein sehr untypischer Song irgendwie, so ein untypischer Black-Metal-Song. Weil irgendwie, ich finde, auch hier bei diesem Riff, ne, war das wieder irgendwie so, hatte so ein bisschen positiven Vibe und halt auch einfach den Rhythmus. Das ist halt sehr, ja, einfach sehr besonders. Einfach, ne, hört man sehr selten einfach im Black-Metal, aber es klingt gut, es klingt richtig geil. Und ne, auch bei denen muss ich sagen, so, ich liebe dieses Konzept mit diesen Tüchern und den verschiedenen Symbolen, dieser Symbolik drauf. Ich finde es geil. Auch so, du hast ja auch hier wieder, ne? Also, ich muss auch sagen, ich mag die Vocals, ne? Die sind sehr, ich mag so die Range. Die ist halt irgendwie nicht zu hoch, nicht zu tief. Ich finde irgendwie für Guerrera passt die halt wirklich perfekt so, ne? Und auch dies, auch das, so schöne Atmosphäre irgendwie, auch wieder so in diese Richtung, ja, so Positivität irgendwie. So, es ist wirklich schwer zu erklären, wie ich das meine, aber ich glaube, ihr versteht, wie, ne, wie ich das halt sehe. Und ich find's cool. Es macht wirklich Spaß zu hören. Auch dann sowas. Und dann hast du auf einmal so einen Blastbeat-Part mit düsterer Atmosphäre, schönem, schnellen Black-Metal-Riff mit Blastbeats. Und oh, das ist halt das, was ich halt so am liebsten mag halt im Black-Metal. Ne? So schöne, also diese Riffs mit Blastbeats gepaart. Einfach extremst geil.
Und ja, ich muss wirklich sagen, ich mag halt einfach diese Variation. Du hast halt so ein bisschen davon. Und gut, einfach guter Song. Das ist halt sehr ungewohnt, muss ich sagen. Und auch hier so dieses, du hast halt dann so ein Part, erstmal dieses schöne Geflüsterte, ne, dieses Geflüsterte, und dann kommt nochmal so ein richtig schöner, dieser Part. Ah, es ist alles perfekt, es ist alles perfekt. Richtig gut. Ich muss auch sagen, dass der Song für mich irgendwie gefühlt länger ging, als er war. Also, ne, es ist 3 Minuten 34 und ich hatte irgendwie so dieses Gefühl, der geht viel länger. Wahrscheinlich halt einfach deshalb, weil halt sehr viele verschiedene Parts halt ne, geschrieben wurden, die halt sehr verschieden sind. Und das hat irgendwie den Song immer so sehr interessant, lebendig gemacht. Und deswegen dachte ich, okay, ne, wir sind jetzt voll lange dran. Aber es ging tatsächlich nur 3 Minuten 30, aber finde ich super. Also, ne, nochmal, wie ich gesagt habe, so schön am Anfang, so dieses, ne, dieses leicht, dieser positivere Vibe, ne, dann, ne, mit diesen schönen Vocals, dann kommen auf einmal schön also so ein sehr überraschender Part mit diesem, ne, mit diesem Rhythmus einfach. Ich fand, dieser Rhythmus war sehr untypisch für Black Metal. Aber fand ich deswegen umso cooler, weil wie oft hast du halt einfach solche Parts, ne? Und natürlich durften es aber dann trotzdem Blastbeats nicht fehlen, ne? Und da hatten die mich halt erst recht dann immer, ne? So, wenn jemand Blastbeats spielt mit schönen Black Metal Riffs, hat man mich eh. Und ich muss einfach sagen, es ist halt einfach ein geiler Song, ne? Guerrilla, wie gesagt, ist halt für mich die beste portugiesische Metalband. Und ich freue mich auf das neue Album, ne? Also, es wird. Oh, ich weiß gar nicht jetzt, wann das rauskommen soll, aber auf jeden Fall noch dieses Jahr und ich freue mich da auf jeden Fall drauf.